So, willkommen zurück bei unserem Angelspiel, wo ich den Namen nicht erkenne. Oder nicht fragen kann. Also, wir wollten. Nein. Jetzt einfach hier Richtung Westen. Ist es wirklich das gedacht oder was? Da haben wir schon im letzten Part gemacht, leider. Haben wir schon im letzten Part leider geholt. Das ist doof, das ist doof. Nur fahren wir jetzt nach Norden. Ich habe mir so gefreut. Hey, hey, du! Was Neues, was Cooles. Wir finden einen Schatz. Und dann haben wir den Schatz selber gefunden. Achso, du bist nur so ein Hai, okay. Was bist du für hier für eine Insel? Ja. Ein Stiefel. Ein Stiefel. Geil. Da will ich noch hier nicht. Tja. Nee, vom Schloss bin ich übelst enttäuscht. Wirklich. Hallo, was mach ich da? Küstennähe. Oh, man braucht so viel Glück dafür.
Also, was ich denke. Okay. Oh, ich wollte gerade euch was sagen. Ich wollte gerade Pause machen. Dann so lange fahren, bis ich das habe. Und dann, dass wir gemeinsam wieder nach Hause fahren können. Und dann kommt auf urplötzlich diese Qual rein. Das kann man sich meistens nicht vorstellen. So, reparieren. Das kann man sich nicht vorstellen. So unlucky manchmal. So unlucky. Parhelion Qualle. Im Schirm sitzen zwei leuchtende Spitzen, die Tentakeln sind mit Nesseln besetzt. So, Sturmklippe. Nee. So. Dann, es ist nachts, schlafen wir. Dann würde ich sagen, wir gehen hier nach den Westen, glaube ich, war das. Ja, zum Westen. Und fangen uns dort noch den Fisch, den wir brauchen. Das war, glaube ich, den Riemenfisch. Geben wir den auch ab und dann fahren wir nach Hause. Dann fahren wir nach Hause. Und Sweet Home. Ja, schade, dass wir dieses eine Rätsel nicht machen können. Was ist das denn? Machen wir das schon? Ach, das war's. Ja, das war mit dem Lagerfeuer und dem Dingern. Ich kann mich nur ihnen. Das ist so doof eigentlich, wenn man krank ist. Und sich an ein paar Sachen überhaupt nicht mehr erinnert, weil man einfach krank ist. Aber was soll ich denn sonst machen? Den ganzen Tag im Bett liegen und Serien gucken oder was? Hey, no joke, ich habe mir schon jetzt Naruto reingegeben. Also Naruto habe ich jetzt komplett durch. Bis zum Endkampf. Also mit Sasuke. Da ist Sasuke nach weggegangen. Und Naruto hat dann geheiratet. Nee, Naruto hat dann geheiratet. Das heißt also, ich bin jetzt theoretisch bei der neuen Generation. Und da habe ich mir die erste Folge angeguckt. Die ersten 20 Minuten. Und komme überhaupt nicht damit klar. Nur so. Oh. Der Riemenfisch. Eine bekräftige, gekreuzte Seeschlange, die ihr irdische Schuppen des Riesenkörpers fangt einen einfallenden Licht ein. Ja, hier sind die Apollosinen, okay. Haben wir hier noch was drin? Was Cooles? Ne, okay. Ist das
auch völlig. So. Wie kann man den Fisch verkaufen? Nee, ich will das nicht wieder riskieren. Ich will das nicht riskieren. Fahre in die Hände drin. Oh, willst du planen? Ja klar. Ich habe einen Riemenfisch für dich gefangen. Das sind gute Neuigkeiten. Da ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Hier, was für dich. Es könnte dir nützlich sein. Ja. Okay. Und was mit den anderen Fischen? Ja, da sind wir noch nie dabei. Da sind wir noch dran, dabei. So, Fischmarkt. Und wir können ihn verkaufen. Das ist gut. So, Forschen. So. Ja. Ich habe gerade überlegt, was wir machen wollen. Und wir segeln jetzt zum Leuchtturm. Theoretisch könnten wir ja auch unser Portstein benutzen. Aber keine Ahnung, irgendwie. Was ist das? Lieber Fisch. Fallener Fieberfisch.
Spensterfisch. Nein. Hä? Gespensterfisch, Gespensterfisch, Gespensterfisch. Ach so, den haben wir schon. Okay. Makrele. Chinesischer Rotbarsch. Rotbarsch. Das haben wir schon, okay. Nur so, ich habe so viele Fische mal gefangen. Hast keinen Plan mehr. Was? Hier waren wir doch schon. Komm mal unten, das Wrack kommt dir bekannt vor. Hä? Haben wir doch schon gehabt? Hier sind eine Gebiete. Jetzt zurück. Überprüfung im Frachtraum. Ist schon gelernt. Hä? Ungelehrt, ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Warum ist der na, das machen wir gleich. Das ist schon das viel leiser, okay. Gehen wir mal zum Sammler. Zum Sammler, zum Sammler.
Du gehst hinein und legst dem Sammler den juwelengeschmückten Ring auf den Tisch. Seine Augen weinen in sich. Wir machen gerade große Fortschritte und ich weiß, was du denkst. Ein solches Objekt würde auf jede Auktion Höchstpreis erzielen, aber für uns ist es auch einen ideellen Wert. Wie denn auch sei, du hast dir eine Belohnung verdient. Er öffnet sein purpurne Buch mit den Buchrücken geknackten hörbar. Vorsichtig wählt er eine Seite aus und beginnt laut vorzulesen. Die Worte klingen gedämpft, als würde sie durch dichten Nebel dringen. Du hörst ein Ding Groll, ein Knistern in deinen Ohren. Plötzlich verzerrt sich deine Sicht und deine Ohren knallten es. Erstichst das Buch. Wir müssen weitersuchen. Ich habe darüber nachgedacht, wo wir noch fündig werden könnten. Ich kann mir vorstellen, dass der Schlick von Windstrang so allerhand Dinge verschlungen hat. Wären sicher ein Versuch aller Wert wert. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit deiner Suche beginnen kannst. Noch etwas? Ja. Die Worte, was du mir vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch bringt die Macht der Tiefen in sich. Bla bla, ja. Bann. Die Bannformel schenkt dir vorübergehend Schutz. Eigentlich vor fast allen. Sprichst du sie schnell genug aus, dann kannst du dich auch damit verteidigen. Wähle den richtigen Moment sorgfältig. Je öfter man sie ausspricht, desto werden sie verstehen. Sie werden es verstehen. Nee. Was willst du mit den Rätseln tun, wenn du alle hast? Er denkt einen Moment lang nach. Es ist überraschend, nicht wahr? Die Eigenschaften, die wir simplen Objekten zuschreiben, aber sie sind nur oberflächlich betrachtet, simpel und stumm. Sie könnten auf fältige Weise mit uns kommunizieren. Würde ich dir ein Kinderspielzeug zeigen, würdest du plötzlich von Erinnerungen überwältigt werden. Sie haben die Macht, Verlorene wieder leben zu werden zu lassen. Weißt du was über den alten Bürgermeister von kleinen Mark? Dieser Stotternde, na, ich kenne ihn. Ich kannte ihn. Er hat sich uns all auf dem Wasser manchmal angeschlossen, aber er war mehr Last als Hilfe. Er scheint nie so ganz besonders bei der Sache zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihm in der Zwischenzeit gut ergangen ist. Dann sind wir fertig mit ihm. Jude, gerade. Den Schrank, okay. Also nur so, ich bin schon ein bisschen cool, ein bisschen stolz irgendwie auf uns. Weil wir sind wirklich voll cool durchgekommen. Und unser Schiff wächst und gedeiht. Also eigentlich, ich will ja nicht sagen, aber ja, ich will ja nicht sagen, aber irgendwie was hier Fische oder was? Ja. Boah, wir haben schon das größte Schiff. Oh, Händler. Lieber Händler.
Ich will zu meinem Lager. Ich habe was Geiles für dich gefunden. So viel Geld, Geld, Geld. So, willst du das auch kaufen? Nee, leider nicht. Nee, schade. Das willst du auch nicht kaufen und das willst du auch nicht kaufen. Na? Wenn wir hier sind, können wir theoretisch gleich mit dem Vater. Ist alles in Ordnung? Ja. Du hast nichts für uns. Und der Dockarbeiter? Der Dockarbeiter steht mit einer ausdruckslosen Miene am Rand des Docks und starrt ins Wasser. Er wird wie gelähmt von dem, was er dort sieht. Was ist mit dir los? Statt weiter schweigend vor sich hin. Er bleibt eine Weile bei ihnen stehen. Von Zeit zu Zeit durchläuft ein Schauer seinen Körper und sein Atem wird schwerer. Alles ist in Ordnung? Er scheint zufällig zu antworten, unauffällig zu antworten. Er spannt sich an, die Hände sind vor Fäusten geballt, er presst die Augen zu. Eine Träne rollt über seine Wange. Was ist denn passiert? Du merkst, dass sein Nacken und sein Oberwall von einer dunklen Flüssigkeit bedeckt sind. Derselben dunkle Flüssigkeit, die aus diesem Päckchen sickert. Dein Körper entspannt sich plötzlich. Er reißt die Augen auf. Sie sind verschleiert und ausdruckslos. Flüssigkeiten rasselt in seine Lungen. Etwas in dunklen Schleim tropft aus seinem Ohr und landet auf dem Dock. Er schlüpft zwischen den Brettern hinaus und gleitet ins Wasser. Was war das? Ein zitternder Kopf wendet sich zu dir unendlich langsam zu. Sein Atem wird schwerer vor Wut. Du weichst zurück und lässt ihn dort am Dock stehen. Der Körpermaschine gelebt, okay. Okay. Nee, geil. Wenn wir hier sind, können wir gleich fischen. Die Leuchtturmwächterin kommt auf den Dock, auf dich zu, sieht dich fragend an. Du musst hier schon fast alle Inseln einmal besucht haben. Hast du was gefunden? Wonach du suchst? Beinahe. Sie verlagert das Gewicht und stützt sich auf ihren Stock. Ich kann nur so sein. Das dachtest du beim letzten Mal auch. Und was ist dann passiert? Sie wendet sich von dir ab und schüttelt den Kopf und murmelt etwas in sich hinein. Dann gehst du zurück zum Leuchtturm. Nee, da will ich nicht hin. Will ich hier entscheiden. So. Komm. Bam.
Lager. Brauche ich nichts, brauche ich nichts. Ausgleich will ich tun. Ja, okay, haben wir schon alles durchgelesen. Was willst du? Ich habe Relikte für den Sammler gefunden. Relikte? Sammler? Ich weiß nicht, was du dir von diesen Personen versprichst. Weißt du das überhaupt? Hast du gründlich darüber nachgedacht? Und wie macht ihr mir gerade übelst ein schlechtes Gewissen? Übelst ein schlechtes Gewissen. Aber ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Das heißt also, wir sehen uns morgen wieder. Also, das heißt also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nichts vergessen, support das Mod, deutsch Ruhrcode, Task. Und wir sehen uns morgen. Morgen gehen wir wieder einmal auf die Insel. Und gucken uns die nächsten Sachen an. Weil, ich kann halt kurz Karte aufmachen. Weil ich wollte eigentlich theoretisch einmal die ganzen Inseln nochmal überfahren, wegen Schrottdinger, wegen Ausbaumaßnahmen. Und dann könnten wir theoretisch und praktisch zu E9 und 10 die Insel fahren, also unter Windschrank, genau die Insel da unter. Da können wir reinfahren und dann können wir von der Insel nach Windschrank fahren. Das weiß ich nicht, ob wir das morgen schon schaffen oder am nächsten Tag. Deswegen, aber seid gespannt. Also ich bedanke mich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen in alter Scheiße. Bis morgen, tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht's weiter und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir einen Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao.